Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit der Fraktion Mordor. Ist schon wieder ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen gucken müssen, wo wir denn noch sind, was wir denn noch so zu tun haben. Es sieht so aus, als hätte ich das letzte Mal gesagt, nope, die Schlachten habe ich keine Lust mehr. Weil ich doch hier eine ganze Menge Schlachten noch vor mir zu haben scheine. Dum, 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 dum. Okay, wo gehen wir zuerst hin? Machen wir erstmal das Einfache hier, Kelduin. Dum, dum. Sollte kein Problem sein. Oh Gott, da kann ich ja gleich alles am Anfang ein... Ah, da renne ich einfach nur rüber und schmeiß dem alles entgegen und gut ist. Obwohl er eine Festung hat, das ist natürlich... Na? Aber sollte nicht zu schwer werden. Ich nehme die ganzen Gebäude in der Mitte der Karte ein. Dahinter baue ich mich schön auf. Da sind eine Menge Trolle, glaube ich, auf der Map. Und da muss ich gucken, dass ich die auch zuerst wegbekomme. Das wird der Held machen. Weil er einfach fliegen kann. Es geht ziemlich schnell. Ich glaube, es müsste Morogne sein. Er müsste auf jeden Fall gut fliegen können. Also, wenn es ein Nazgul ist. Vielleicht ist auch Saurons Mund, aber ich glaube... Ja. Der kann fliegen. Wir sind nie fertig. Okay. Da haben wir es schon. Dann, was bekommen wir alles? Ja, sieht gut aus. Damit können wir ein bisschen was anfangen. Dann steigst mal ab. Okay, komm. Oh, für einen Nazgul bist du aber nicht sehr stark. Naja. Ein Vorposten, den können wir einnehmen. Da hat's noch was. Da hat's noch was. Gehst du mal da irgendwo hin? Wäre nicht schlecht. So. Das können wir einnehmen. Das können wir einnehmen. Da hat's noch einen Vorposten. Das können wir noch einnehmen. Das nehmen wir noch ein. Ein wilder Höhlentroll. Den zerstören wir, vernichten, killen, töten, wie auch immer wir auch. So. Da kann einer runter. Das kann noch einer einnehmen. Das können wir zerstören. Der hat ein Level-Up bekommen, hat er den Troll vernichtet. So. Sieht doch soweit recht anständig aus, würde ich mal sagen. Ja, ich habe es zerstört, wir können es aber trotzdem einnehmen. Da unten hat es auch noch ein Leuchtfeuer. Ach komm, steig lieber nochmal auf. Geht schneller. Das macht nichts, den Ring brauche ich jetzt gar nicht. So, gleich kann ich dann die Orkgruben bauen. Oder... Oder ich mache mal ein paar Olifanten. Die haben wir nämlich noch gar nicht gesehen und ich glaube, so ein paar Olifanten wären ganz interessant. Okay, und der Rest der Truppe geht dann angreifen. Du fliegst mal wieder. Ich glaube, wenn er auf der Fellbestie sitzt, hat er auch mehr Sichtweite. Ja, macht auch Sinn. Sehr schön. Also, jetzt schauen wir mal. Weil irgendwo hier müsste es noch ein Troll oder irgendwas haben. Vielleicht auch noch, Grabunholde. Wir haben ein Gasthaus entdeckt. Wusste ich doch. So, Olifantenpferch. Sehr schön. Mal sehen, was ein Grabunhold gegen einen Nazgul machen kann. Nicht viel, so wie es ausschaut. Ach komm, hab dich nicht so. Bau einfach. Ja.
Und dann bauen wir Olifanten, bilden wir dann aus. So. Mach dich nützlich. Da ist der Feind. Was soll da tun? Ist der Feind. Okay, also wie gesagt, ein paar Olifanten hätte ich gern. Kann nicht schaden. Die Festung fällt schon. Sehr schön. Also was Trolle anrichten können, ist echt pervers. Ich hätte mir die Höhlentrolle holen können. Jetzt wart mal, ob es da noch einen gibt. Wenn nämlich, dann wäre das echt gut. Ich glaub's aber nicht. Aber wenn, dann wäre das echt cool, weil dann könnte ich die Fähigkeit der Trolle nutzen und mir noch Gebirgstrolle holen. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Nein, nur Grab und Holder, okay. Oh oh. Hoffentlich ist das nicht sein letzter Baumeister. Wenn der nämlich jetzt stirbt, dann ist es der letzte. Oh oh. Oh oh. Schade. Also keine Olifanten für uns. Oh doch, einer, zwei haben es rausgeschafft, okay. Aber ohne Upgrades. Na, immerhin. Einer oder zwei Olifanten müssten es rausgeschafft haben. Beide, okay. Sehr schön. Weil die sind richtig mächtig. Das werde ich unmöglich verteidigen können. Da anzugreifen ist totaler Wahnsinn. Gegen vier Fraktionen. Soll ich es probieren? Ich meine, ich habe Saurons Mund. Ich habe 8 Katapulte. Probieren wir es. Egal, probieren wir es einfach. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht habe ich Pech. Aber ich probiere das auf jeden Fall. Denn wenn wir die Eisenberge einnehmen, dann ist das auf jeden Fall ein richtig guter Schlag für uns, also dem Gegner mitten ins Gesicht. Wenn wir jetzt da verlieren und der Gegner bildet massiv viel aus, dann haben wir da natürlich ein Problem. Interessant. Okay. Sind die Baumeister jetzt? Okay. Jetzt schauen wir mal. Balrog? Oh ja, das machen wir. Okay. Was gibt's hier noch alles? Wir sind direkt beim Feuerdrachen angekommen. War allerdings nicht Smaug, war so ein kleiner komischer Drache. Okay, das zu klicken war dämlich. Jetzt bilden wir mal hier eine schöne Formation. Oh oh. Okay, angreifen, angreifen, angreifen. Mal schauen. Ah, komm schon, nimm doch das Ding endlich ein. Kann nicht so schwer sein. Die Katapulte nach Möglichkeit hauen die da drauf. Auf den Helden. Ja, der Hexenkönig, der macht es nimmer lange. Ja, der verbrennt jetzt. Der Hexenkönig brennt. Die Elbenviecher hier können wir auch besiegen. Und dann wird es Zeit für Orkgruben. Was ist mit dem Baumeister? Oh oh. Oh, die machen gut viel kaputt. Oh, was sind das denn? Oh, die sind aber gut ausgerüstet. So gut sind Katapulte da jetzt doch, ne? Steig da du mal ab, bitte. Was sagt ihr
Ich habe tatsächlich einen Baumeister verloren, glaube ich. Ja, sieht definitiv danach aus. Was kann das denn? Zweifel. Das könnte mir helfen. Ich glaube aber, dass da anzugreifen doch recht dämlich war. Weil der Saurons Mund schafft es nicht. Das zu verteidigen wird alles andere als einfach. Ich glaube, da kann ich rausgehen. Ja, jetzt frühst er mir noch alles ein. Ich kann es noch probieren, aber das sieht eher danach aus, als wäre es das gewesen. Vor allem, weil die Halbtrolle da schon wieder alles zerstören. Nee, ich hab nichts mehr. Kann ich rausgehen? Ich habe tatsächlich den einen Baumeister verloren. Also gegen 4 Leute ohne Verstärkung, das brauche ich nicht mehr machen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wirklich gar keinen Sinn. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Aber das kann man alles noch recyceln. Also die Situation, das geht noch. Jetzt schauen wir mal Endadvice. Das werde ich wahrscheinlich gewinnen. Sehr wahrscheinlich. Rennen wir mit dem Hexenmeister oder mit dem Gothmog rein? Ich glaube, was haben die denn alles? Die haben Katapulte. Ich auch. Geh mal rein mit dem Gothmog. Weil wenn die Elben Katapulte haben, glaube ich, sind es Ents. Und das sind meine Katapulte extrem gut, weil sie mit Feuer arbeiten. Es täte mich mal interessieren, wie effektiv Olifanten gegen Ents sind. Das habe ich noch nie ausprobiert. Noch nie. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Das wäre wirklich sehr interessant zu wissen, wie gut sich Ents gegen Olifanten schlagen. So. Könntest du mal bitte herkommen? So. Okay. Okay, also wir haben ein paar Katapulte. Wir können ein Leuchtfeuer einnehmen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, dass ich dieses Land Endadvice unter unsere Herrschaft bringen kann. Ah, Gollum. Hi. Oh. Ja, sieht definitiv ziemlich gut aus für uns, würde ich sagen. Wir haben einen Ring bekommen. So, Wut macht guten Schaden. Und ich glaube, er macht auch ein bisschen Splash-Damage. Also generell so ähnlich wie der Lurz. Ich glaube, nur beim Lurz ist es noch ein bisschen effektiver. Ah, da überlebt ja gar nichts von den Menschen. Ah ja, hier hat's Gegner. So, dann greifen wir da mal an und helfen den Bogenschützen ein bisschen. Ich könnte ja mal hier versuchen, Olifanten auszubilden. Schaden kann's nicht. Geld habe ich genug. Oh, aber ich kann fast schon wieder Wut einsetzen. Das ist natürlich gut. Oh. Ich zerstöre jetzt trotzdem erstmal den einen Gegner, bevor ich mich um den nächsten kümmere. Ja, die Kaserne, die fällt jetzt auch gleich. Oh, die haben Ents, die haben wirklich Ents, die haben böse Ents. Oh oh, oh oh, ich muss die Baumeister hier wegschaffen.
Mir geht tatsächlich das Geld aus. Oh, nee, 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 nee. Jetzt laufst mal da hoch. Okay, der Wagen des Baumeisters. Ist er jetzt tot? Oh, verflucht. Oh, das sieht nicht gut aus. So. Wenn wir den Baumeister noch vernichten können, hätte ich eventuell noch eine Chance. Kommt schon. Zerstört den Baumeister. Ich habe halt keine Bogenschützen mehr. Das ist irgendwie schlecht. Hat der jetzt da noch irgendwas? Ich glaub's nicht. Der hält mich ganz schön auf Trab, diese blöden Menschen. Nee, nee. Rennst da schön hinterher. Bis hier das alles hier zerstört hat. Der Baumeister muss weg. Ich sehe schon. Oh, 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 oh! Nein, nein, Baumeister, Baumeister! Oh! Okay, einer unserer Feinde ist erledigt. Aber das wird so knapp mit dem Baumeister. Und neue bekomme ich nicht. Und das Gebäude werden sie mir wahrscheinlich zerstören. Wow, nicht schlecht gemacht. Nicht schlecht gemacht. Das hätte ich eigentlich gewinnen müssen. Nicht schlecht gemacht hier. So, das speichern wir jetzt ganz kurz, weil das waren doch irgendwie ganz wichtige Kämpfe. Okay, und hier muss ich noch verteidigen. Ach du Heilige. Probieren wir's. Probieren wir's. Eventuell wird das Ganze doch noch ein bisschen spannender. Die Elben. Ich habe die Elben wirklich unterschätzt. Mit ihren blöden Reitern. Aber das war auch genau der Grund, wieso ich sie ursprünglich mit reingebracht habe. Weil die machen dann nämlich sowas. Ents und Reiter und das kann schon echt knallen. Okay. Ich dachte, wir sind fertig. Haltet euer Werkzeug bereit. Ich glaube, das hier ist jetzt, sind es die braunen Lande. Sieht mir zumindest danach aus. Also. Ich denke, ich sollte sofort Orkgruben und so weiter bauen, um ausbilden zu können. Oh, der Feind. Schon ist er da. Hurra. Oh ja. Der ist aber schnell da. Kreisch, kreisch, kreischen, kreischen. So, eine Menge Reiter haben sie. Ist natürlich auch uncool, dass sie direkt hinter mir gespawnt sind, die Gegner. Die Orks können mal nach Feinden suchen gehen. Oh, die Katapulte. Oh, 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 da hat's irgendwo gerumst. Enz oder was war das? Ich weiß es nicht. Lebt mein Baumeister noch? Ja, gut. Irgendwas ist da kaputt gegangen. Ich wüsste gern was und wieso. Oh, die Gegner. Die Gegner. Ach, der war das. Okay, der Drogoth kämpft gegen den Nazgul. Interessantes. Gibt's. Ja, komm, komm, komm. Komm, schaffst es? Schaffst es? Oh, schön. Okay. Wie sieht es hier aus?
Es sieht okay aus, aber die Trolle sterben mir langsam. Und wenn die tot sind, habe ich nicht mehr viel Puffer. Aber zwei habe ich noch. Ich dachte, wir sind fertig. Ich bin noch nicht. Nee, wir sind noch nicht fertig. So, jetzt schauen wir mal, dass wir ein paar Ressourcen zusammenbekommen. Okay, die rennen da lang. Die Katapulte rennen da lang. Das schafft der hoffentlich alleine. Kann nicht so schwer sein. Oh, die kommen wirklich von allen Seiten. Aber irgendwann... Nee, lass mal da bauen. Irgendwann... Ah, irgendwo hier muss doch bauen können. Ist ja nicht. Dann baust du es halt dahin. Die haben das echt noch zerstört, unglaublich. Irgendwann... Irgendwo... Wo ist der Feind? So, der eine Troll rastet auch schon aus. Wo hat sich mein Feind aufgebaut? Irgendwo muss er sein. Wir wären dann fertig. Die Troll schatzen den Wagen des Baumeisters. Nein. Lass schön den Baumeister in Ruhe. Ah ja, hier unten. Da unten sind sie. Los, weiter! Mach dich nützlich! Sie greifen uns an! Okay. Oh, was? Riesen! Oh. Da muss sich der Nazgul drum kümmern. Das ist wichtig. Sie greifen die Sägewerke an! Alles hört auf mich! Sie greifen den Baumeister an! Ah, Baumeister! Lauf! Wow! Knapp, Mann! Okay, Malornbaum, die können wir weghauen. Oh, der hält ja so viel aus. Gleich mal. Und dann greifst da wieder an. So, dann weiter geht's. Der Troll macht es leider auch nicht. Ich glaube, da hat er leider recht. Das zu gewinnen ist... ziemlich utopisch. Macht euch wieder an die Arbeit. Er zerstört halt doch eine ganze Menge von mir. Wenn die da zu viert angreifen, dann kann man das fast nicht schaffen. Zumindest ist es sehr schwer. Aber vielleicht kann ich es doch noch schaffen. Wer weiß. Wer weiß. Oh, lauf. Verdammt! Einen Baumeister habe ich noch, aber ich weiß nicht wo. Aber was kommt denn da jetzt? Ah, ein Gimli haben sie und die Hobbits. Oh, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Da steht er halt schon ziemlich schlecht. Komm schon, so viele Boni wie geht draufknallen. Wo ist denn der Gute? Okay, jetzt bauen wir da hinten mal ein Sägewehr. Hoffentlich überlebt er das. Zack. Frodo hat's erwischt, Gimli wird's erwischen.
Lebt Gimli denn noch? Was lebt denn da noch? Der lebt ja tatsächlich noch. Wir sind so widerstandsfähig. All meine Hoffnung beruht auf dem Balrog. Ist wirklich so. Ah, er kann leider gerade nicht kreischen. Oh, hoffentlich überlebt es der Nazgul. Flieg du mal dahin und rette dich. Ich will nicht, dass du stirbst. Nazgul. Er muss jetzt ein bisschen überleben. Wie auch immer. Okay. Ob das so klug ist? Pass auf. Nee. In die Speere rein ist uncool. Dann kreisch lieber einmal. Und dann wartest kurz. Naja. Oh, Bogenschützen, die müssen weg. Oh, Waldläufer. Reiter. Der Balrog braucht er noch ziemlich lang und dann bin ich mir nicht sicher, ob ich hier alles wegbekomme. Der ist zwar stark, aber er hält halt nicht lang. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, keine Chance. Nicht gegen vier Leute. Nicht gegen vier Leute. Sie haben so einiges besiegt. Oh, ich glaube, ich habe jetzt jede einzelne Schlacht verloren, hä? Huh? Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht definitiv nicht gut